Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 11.11.2018, der 11.11.11-Portal, melde ich mich mit einer anderen Art von Video. Ich bin ziemlich spät dran, aber ich bin noch vor der Mitternacht. Also es ist noch der Tag, der 11.11. Und 2018 ist auch eine Elferjahr. Also ich habe heute ein Video schon mal aufgenommen, aber ich habe mich entschieden, das einfach nicht hochzuladen. Ja, das fühlte sich einfach nicht so gut für mich an. So, auf jeden Fall habe ich heute eine ganz spontane Legung nach dem Liebesritual, was ich heute zu dem 11.11. gemacht habe. Habe hier dieses Liebesritual gerade eben durchgeführt und einfach die Energie ist auch noch hier vorhanden und habe einfach beschlossen, eine kurze Legung für euch zu machen, nur über euren Seelenpartner, wie die Entwicklung diese Woche sein wird, was denkt und fühlt er und was ist die Seelenbotschaft für dich? Wie entwickelt sich das überhaupt mit deinem Seelenpartner weiter? Also du kommst jetzt in dieser Legung nicht vor. Ich wollte das Video ein wenig kürzer halten, da ich ab morgen auf eine Fortbildung bin und bin erst am Sonntag wieder da und kann ich auch diese Videos dann auch machen. Und deswegen halt möchte ich gerne dieses Video kurz halten. Ich habe auch schon im vorherigen Video vorgestellt, dass die Chakrenausgleich bleiben wird, also die ganze Woche noch. Wenn du das für dich, für deinen Seelenpartner oder für euch beide buchen möchtest, die Chakrenausgleich ist noch in Angebot und es wird diese Woche noch zwei Portaltage geben und dazu biete ich diesen Portalenergie Kreis hier an. Und ich hoffe also, dass dich das anspricht. Wenn das der Fall ist, du kannst mir gerne ein E-Mail senden über den Kontaktformular meiner Homepage und dann findet diese Energieübertragung immer am Abend um 23 Uhr statt, von 23 Uhr bis 23:30 Uhr. Warum? Da ruhen die meisten Menschen und laufen nicht mehr rum, sondern gönnen sich, entweder liegen auf dem Sofa rum oder sind die meisten schon im Bett und kann diese Energie am besten fließen. So, ich bitte dich, dass du die Augen schließt, dich voll und ganz auf deinen Seelenpartner konzentrierst und mir deine Gedanken sendest, deine Fragen, was du auch gerne wissen möchtest, wie wird die Woche sein von dem 11.11. bis 18.11.2018? Was denkt und fühlt dein Seelenpartner? Ich hoffe, du konntest wunderbar entspannen und du bist bereit für die Botschaften. Meine wunderschöne Rose noch vor dem Ritual noch hier. Also, da kommt die Venuszahl 72, der Liebesgut Gottes. Im Rhythmus der Venus gehe deinen Weg. Sieh die Liebe hinter allen lebendigen Formen, indem du auf den Herzschlag hörst. So ist für deinen Seelenpartner gedacht, also diese Meditation auch, dass er einfach auf sein Herz hört. Und dazu lese ich gerne die Meditation vor. In der Vorstellung befindest du dich in einem Tempel der Venus. Ein Priester, eine Priesterin der Venus in einem wunderschönen Gewand berührt dich sanft, um dich in die kosmische Sichtweise einzuführen.
Du siehst die Erde von oben. Ihre Kreisläufe und Zyklen, du siehst Tag- und Nachtgleiche im Frühling und im Herbst, die mit der Venus am Morgenstern und Abendstern eingeht. Alle 72 Jahre wandert sie in 1 Grad durch den Tierkreis. In 25.920 Jahren hat sie alle Sternbilder durchlaufen. Die Zahl 72 ist die Codezahl oder der Schlüssel der Liebe und der Venus. Es gibt viele alte Hochkulturen, Weisheitbücher und Geheimlehren dieser Welt, die den Venuscode in der Zahl 72 verschlüsselten, um die Liebe hinter allem Leben zu transportieren. Der Priester, die Priesterin berührt dich an der Stirn und im Herzen und mit einem Mal siehst und fühlst du den Herzschlag des Universums und erkennst die Liebe, die sich hinter allen Leben webt. Nimm dir nur einen Moment Zeit, um den Rhythmus der Venus in dir zu spüren. Stimme dich auf diesen Rhythmus ein. Es ist ein sanfter Rhythmus, der Herzschlag, der große Göttin, der dein Leben erfüllt. Fühle diesen Rhythmus immer mehr in dir und lass dich von diesem Rhythmus immer tiefer ins Zentrum des Universums tragen. Spüre den Herzschlag in allem und die Verbundenheit im Rhythmus der ewigen Lebens. Also, es geht bei deinem Seelenpartner darum, dass auch ganz viel bei ihm passiert. Also auch der Venus bewirkt ganz viel bei deinem Seelenpartner. Und du weißt ja auch, dass dieser Planet Venus ist der Planet der Liebe. Und wir haben ja auch der Venusjahr noch in diesem Jahr. Und es entwickelt sich ja auch noch. Und wir haben diesen Venusjahr bis zum 20. März 2019. Ab 21. März ist dann der Merkurjahr dran. Ja, und es ist wichtig, dass er diese Rhythmus des Herzens, des Herzschlags und der Liebe auch dein Seelenpartner spürt. Ja, und auch zulässt. So, also er entwickelt sich auch. Und die Venuskarten, das hatten wir jetzt schon gestern oder vorgestern, wieder die bedingungslose Liebe. Erkenne mit deinem Herzen und wandle mit bedingungsloser Liebe. Also es geht hier auch bei deinem Seelenpartner darum, dass er wirklich also sein Herz öffnet, dass er in diese Liebesschwingung hineingeht, dass er nicht in diese oberflächliche Gefühl, sondern in diese bedingungslose Liebe eingeht. Und das ist bloß nicht ein Wort, das jetzt alle Lichtarbeiter oder alle Kartenleger benutzen, bedingungslose Liebe. Wann ist eine Liebe bedingungslos? Ja, wenn du, egal wie dein Kind ist, egal was er gemacht hat, egal wirklich, was andere sagen, wenn du dein Kind so sehr liebst, wie der ist, ohne Wenn und Aber, oder deine Eltern liebst, oder das ist so, wenn du gar keine Forderungen stellst, egal wie derjenige ist, du liebst ihn trotzdem. Und das ist eine bedingungslose Liebe. Und da soll dein Seelenpartner hin, ja? Also soll ja wirklich sein Herz öffnen, weil, also eine typische Gefühlsklärer sind da sehr eher im Kopf. Und das ist schon ein riesiger Schritt, in der bedingungslose Liebe zu kommen. Nimm wahr und nimm auf, was dich umgibt. Wende dich deine momentane Lebenssituation bewusst zu und verwandle sie mit der reinen Liebe deines Herzens. Erwarte nicht, geliebt zu werden. Fordere keine Liebe ein. Erkenne, dass die Liebe keine Mangelware ist. Erkenne vielmehr, dass du eine unendliche Liebesfähigkeit in dir trägst,
Strahle diese Liebe aus, bedingungslos und völlig frei, und erkenne, dass du durch deine Liebe unendlich kraftvoll Neues gestalten kannst. Wenn man dieses Gefühl der Liebe zulässt, das ist unglaublich. Also dann kommt das also so viel von dem Herzen hoch. Und jetzt so die Karten, wie ich die gemischt habe nach der Reihenfolge. Die Seelenpartnerkarten sagen, vertrau deinen inneren Kraft. Und hier auch die Elferzahl, der Meisterzahl. Du bist stärker, als du glaubst. Also so, dass er sich selber vertraut. Das ist ganz, ganz wichtig, ja? So, und schätze diesen Augenblick. Jede Situation bringt in sich die Chance zu wachsen und Liebe zu finden. Also, jeder Augenblick, sei es nur eine kurze Begegnung oder sei es nur eine kurze Gedanke oder ein kurzes Bild oder ein kurzes Lied oder kurz ein Traum. Also, schätze diesen Augenblick. Jede Situation bringt in sich die Chance zu wachsen und Liebe zu finden. Also wird ja auch in diese Liebe sehr, wird dein Seelenpartner sehr wachsen. Was sagen die Engel für ihn? Wichtig für ihn ist die Waagschale, einen Kompromiss zu machen. Also was heißt, dass er da wirklich ein Gleichgewicht auch schafft zwischen euch in euren Beziehung. Weil wenn du jetzt der Aktivere warst und er der passivere Part, also dass hier ein Kompromiss stattfindet, dass hier ein Gleichgewicht stattfindet. Und deswegen muss er in der Aktion kommen, muss er auch wirklich etwas tun, muss er einfach aktiv werden und daran was arbeiten. Was sagen die Drachen? Ja, komme in deine Lebensfreude. Ich öffne mich der Freude und fühle, wie mein Leben leichter und schöner wird. Also ist wichtig, dass er aus diesem melancholischen Gefühl rauskommt, dass er einfach wieder in seine Lebensfreude kommt. Also eine Zeit lang waren die Seelenpartner auch was niedergeschlagen und einfach auch viele, viele Gedanken gemacht. Also niedergeschlagen waren sie vielleicht traurig, melancholisch, waren in dem Rückzug, wussten nicht, was sie tun sollen. Und hier, die sollen natürlich wieder in ihre Verspieltheit und in der Lebensfreude kommen. Um diese romantischen Gefühle zurückzuerobern, erlaube deinen jugendlichen Spirit vor Vergnügen zu strahlen. Also es geht darum, wenn man in diese verspielte Energie ist, dann ist man auch jugendlich, ja, dann fühlt man sich auch wirklich 10 Jahre jünger, ja, wenn man frisch verliebt ist oder irgendwie tolle Gefühle hat. Das hat so einen Jungbrunnen für uns alle, ja. Und man strahlt dann auch, also man wirkt dann auch so volle Freude, volle Lebensfreude, man ist am Strahlen. Ja, und er soll ja seine Liebe zum Ausdruck bringen. Sei mutig und gehe einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu in diese kommende Woche. Vergiss bitte nicht, wir haben 2 Portaltage, ja, also es kann einiges passieren. Ja, und der hat auch die Helferchen an seiner Seite. Dein Schutzengel schickt dir reichlich Segen, ja, und die Freude. Die Freude ist ein Lebenselixier, erfrischend und belebend. Und wir hatten schon Lebensfreude und Freude. Also wenn der in diese Energie der Freude hineingeht, warum auch immer, wenn er an dich denkt, dann wird er auch diese Energie also in sich auch spüren und ausstrahlen. Und jetzt bekomme ich gerade auch noch einen Impuls, dass ich für die beiden Portaltage hier in diesem Orakel vor Ort eine Karte ziehen werde. So, bei ihm ist noch eine weibliche Energie da. Männer, denken bitte um. Es muss jetzt nicht eine Ehefrau sein. Es kann hier eine Geliebte sein, es kann hier eine Ex sein, es kann auch eine Mutter sein oder eine ältere Person oder also auf jeden Fall eine weibliche Energie oder ja, Männer denken um, das kann auch also umgekehrt, wenn das jetzt ein Mann schaut für eine Frau, dann kann auch ein Mann oder eine Vater sein oder ein Ex-Partner oder vielleicht ein Sohn sein, ein älterer Sohn sein. Also ist da noch eine
anderseitige Geschlecht da, also eine Energie da, ja. Und hier die Zwillingsflammen, also ihr seid Zwillingsflammen, das wird ihm immer mehr bewusst. Und also der hat so eine Art Traurigkeit, manchmal auch so eine Art Depressionen. Da würde ich so eher so benennen wie so Melancholie, weil der ist ja nicht mit dir zusammen und wenn jetzt so ein Gefühl hochkommt und er erkennt, dass ihr euch spiegelt, dass du seine Zwillingsflamme bist, dann hat er halt so ein melancholisches Gefühl und er möchte diesen Prozess gerne beschleunigt haben, so möchte gerne diese Beschleunigung hier haben, ja? So, was sagen die Engel? Auch hier kommt die Freude. Sie ist ein Elixier des Lebens. Du hast Altes, Belastendes losgelassen. Also vielleicht hast du auch hier für deinen Seelenpartner und für dich an diesem heutigen 11.11. Portal dieses Liebesritual gebucht. Wenn das der Fall war, freue ich mich, weil dann konntest du vielleicht auch alles, was euch blockiert, also eure Verbindung auch loslassen. Jetzt schauen wir weiter, welche Engel hier ihn begleitet diese Woche. Engel für Glauben und Vertrauen. Ich glaube und vertraue darauf, dass alles in meinem Leben seinen Sinn und seine Berechtigung hat. Und Engel für das schöpferische Wort. Ich lerne, meine Gefühle Ausdruck zu verleihen. Und Engel für Erkenntnis und Annehmen. Ich erkenne, dass mein Lebensplan alles enthält, was für mich wichtig und sinnvoll ist. Also findet ganz viel Erkenntnis. Also er glaubt schon daran, dass alles so seinen Sinn im Leben hat, auch dieser Prozess. Und er weiß ja auch, dass er lernen muss, seinen Gefühlen auszudrücken, also Ausdruck zu verleihen. Das weiß er auch und er weiß auch und erkennt auch, was in seinem Lebensplan vorbestimmt ist und was für ihn wichtig und sinnvoll ist, wo noch seine Aufgaben sind, wo er noch wachsen soll. Amos Botschaften, ich denke gerade an dich, ich liebe dich. Also das ist die Karte Telepathie, das kommt auch total oft bei den Seelenpartnern. Vielleicht spürst du das auch, dass dein Seelenpartner mit dir verbunden ist. Und jetzt sind hier drei Seelenbotschaften gekommen. Und also ich möchte sie wirklich alle lesen, ja? So. Mich geblockt. Warum hast du mich blockiert bei WhatsApp, Facebook und Co.? Warum willst du mit mir nicht mehr sprechen, nur weil ich nicht so funktioniere, wie du es dir erhoffst, nur weil ich nicht mehr wieder zurückschreibe, wie du es erhoffst, nur weil ich mir immer noch von meiner jetzigen Partnerin getrennt habe, weil ich mich immer noch mit den Ängsten, die mich bedrücken, gelöst habe. Bitte entblockiere mich, ich möchte so gerne mit dir reden. Also hier ist eine Blockade stattgefunden, wie der Wort auch sagt, eine Blockade ist in eure Verbindung, sei es jetzt von deiner Seite oder von seiner Seite, ist ja seine Seelenbotschaft. Es kann auch sein, dass du ihn geblockt hast oder er dich geblockt hat. Also auf jeden Fall ist hier eine Blockade da, ja. So, und dann ist hier auch noch ein Rückzug da, ja. Und dieser Rückzug, nein, im Moment möchte ich mit dir keinen Kontakt. Und nein, im Moment sieht es so aus, dass ich mich nicht bei dir melden werde. Und ich möchte auch nicht, dass du dich bei mir meldest. Im Moment brauche ich meine Ruhe. Und wenn du dich bei mir melden solltest, werde ich dir nicht antworten. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle momentan nichts. Ich muss mich mit mir und meinen Problemen auseinandersetzen. Danke für dein Verständnis. Also hier durch diesen Rückzug und durch diese Blockade, der weiß auch gar nicht richtig, was er will. Ja, er denkt zwar an dich und also telepathisch und hat ja auch diese Gefühle für dich, aber er weiß ja in Wirklichkeit nicht, was er will. Seine Seele weiß das ja nicht. Und hier kommt die dritte Karte und das deuten wir jetzt
also in Kontext die drei Karten, Liebe meines Lebens, danke für dein Sein, danke für dein Zuhören, danke für dein Verständnis, danke für deine Liebe. Du bist die Liebe meines Lebens und ich werde dich niemals mehr hergeben. So, durch diese Blockade hat dich blockiert, natürlich vielleicht auch Angst vor den tiefen Gefühlen, oder du hast ihn blockiert, weil der sich nicht getrennt hat, oder warum auch immer, ja, weil du vielleicht gekränkt warst. Also ich weiß es nicht, was hier zwischen euch gerade los war. Auf jeden Fall ist hier eine Funkstille, ja. So, und da ist jetzt auch ein ordentlicher Rückzug seinerseits da und er weiß auch wirklich nicht, was er will, wie das weitergeht. Also ist total überfordert mit dem ganzen Prozess, ja. Und dann kommt seine Seele und sagt, du bist ja sein Liebe des Lebens, ja. Ja, und seine Seele spürt dich und weiß das und kennt das, ja. Ach, kann das jetzt auch wieder eine Woche im Wechselbad der Gefühle werden? Und aus dem früheren Leben kommt hier die Mutter. Hat definitiv ein Mutterthema. Vielleicht diese Mutterthemen werden auch noch hochgespült diese Woche, gerade an den Portaltagen. Ja, das ist ja unglaublich. Und hier habe ich noch zwei schöne Karten, also einen Glaubenssatz, was vielleicht verkehrt ist bei deinem Seelenpartner und was durch einen neuen Glaubenssatz ersetzt werden sollte. Also Glaubenssatz, ich habe keine Willenskraft. So, also lieber Seelenpartner, nimm dich selbst in den Arm. Spüre, wie gut dir das tut. Spürst du das, wie gut dir das tut? Dann spricht voll Überzeugung und mit Gefühl folgenden Satz. Alle meine Ziele erreiche ich mit spielerischer Leichtigkeit. Einatmen und das Gesprochene integrieren. Alle meine Ziele erreiche ich mit spielerischer Leichtigkeit. Alle meine Ziele erreiche ich mit spielerischer Leichtigkeit. Also wie du das auch hörst, hier auch wieder die spielerische Leichtigkeit. Und was ist hier blockiert bei deinem Seelenpartner? Ist die Halschakra blockiert? Also stell dir die Farbe hellblau vor und fülle deinen ganzen Körper mit dieser Farbe auf. Du kannst hellblauen Nebel einatmen oder in hellblaue Farbe baden oder stell dir einen Ozean vor. Lass deine Fantasie freien Lauf, dann spreche laut oder in Gedanken. Ich spreche meine Wahrheit aus. Ich kommuniziere aus der Liebe heraus. Einatmen und integrieren. Also, wenn das natürlich dein Seelenpartner schauen würde, wäre toll, dann würde er auch wirklich erkennen, wo der Blockade auch sitzt. Aber wenn das nicht der Fall ist, natürlich kannst du auch deine Gedanken für ihn zusenden, wo der da Blockade hat, wenn du auf Seelenebene mit ihm kommunizierst. Aber du kannst auch gerne ihn unterstützen mit einem Chakrenausgleich bei mir. Und das findest du auch in meinem Shop. Wenn du das Gefühl hast, das braucht er, aber immer. Geh bitte immer nach deinem Gefühl. Niemals, weil das jetzt ein Angebot ist oder niemals, weil das jetzt irgendein Berater gesagt hat. Also fühle da hinein. Und wenn du der Meinung bist, Mensch, da geht doch überhaupt nicht weiter. Wir waren doch schon mal zusammen und der hat sich zurückgezogen, der kommuniziert überhaupt nicht mit mir. Woran könnte das liegen? Also hier siehst du auch diesen alten Glaubenssatz, ja? Und was man halt als Neues auch einsetzen könnte, ja. So, und das war jetzt die Legung, also das war die Legung, wie geht es deinem Seelenpartner heute, was denkt und fühlt er? Also in diese kommende Woche, seid nicht traurig, dass ich eine Woche nicht da bin. Ich denke ganz viel an euch und komme auch bald wieder mit neuen Videos und wir werden auch noch ganz, ganz viele schöne Videos zusammen, ganz viele schöne Karten, ganz viele schöne Gefühle auch zusammen empfinden hier in den Orakel, wenn du meinen Kanal
folgst. Also soll dich diese Energiearbeit, diese Thema ansprechen, freue ich mich, wenn du auf mich zukommst. So, ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden und sage bis bald. Namaste, tschüss ihr Lieben, eure Valeria. Tschüss.